Viele Worte, nichts dahinter. Darum geht's in dieser Andacht. Ich kann zum Beispiel behaupten, diesen Baumstamm hier hochzuheben, aber wenn ich das gar nicht kann, dann stimmt das gar nicht. Dann bin ich gar nicht mächtig genug, das zu tun. Und wir schauen uns gerade in der Bibel das Leben von Jesus an, im Matthäus-Evangelium. Und es ist mega spannend, was Jesus da behauptet. Jesus behauptet noch viel krassere Sachen, als einfach einen Baum hochheben zu können. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte in Matthäus 9. Da sind so ein paar Freunde, die bringen ihren Freund zu Jesus, weil er gelähmt ist. Gelähmt zu sein bedeutet, man kann sich nicht bewegen. Das ist eine Behinderung. Das heißt, dieser Mensch, der kann selber gar nichts tun, der kann auch nicht laufen, nicht aufstehen, nichts machen. Und diese Freunde wollen, dass Jesus diesen Menschen heilen kann. Und wisst ihr, was Jesus in dem Moment macht? Er heilt diesen Menschen erstmal nicht, weil er behauptet, hey, ich bin selber Gott. Und die Menschen stehen außen rum und sagen, wie kannst du sowas behaupten, selbst Gott zu sein? Und dann sagt Jesus das, ich zeige euch, dass ich Gott bin, indem ich diesen Menschen heile. Und Jesus sagt zu dem Menschen, steh auf und geh umher. Und wisst ihr, was passiert? Der Mensch steht tatsächlich auf, nimmt seine Tragbare und geht. Das ist mega krass. Jesus hat einfach nicht nur was behauptet, viele Worte, sondern er hatte auch viel dahinter. Jesus ist tatsächlich selber Gott und das hat er gezeigt durch diese Wundergeschichte. Ich finde es mega krass. Und Jesus, der lebt auch noch heute und wir können mit ihm reden und du kannst auch einfach mit ihm reden. Ich stehe hier mitten in der Natur und ich werde jetzt einfach mal ganz kurz mit Jesus reden. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht einfach nur viele Worte gesagt hast, sondern auch gezeigt hast, dass du tatsächlich Gott bist und dass du für uns Menschen bist und dass du immer bei uns bist. Und ich danke dir, dass ich das in meinem Leben erleben darf und dass ich mit dir über alles reden kann, was mir auf dem Herzen liegt. Amen. Und jetzt werde ich natürlich auch diesen Baumstamm hochheben, um zu zeigen, dass ich das kann.